Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir sind jetzt wieder am Start mit Rapido und Skizzy, mit Messias und Misanthrop, ja. Ich bin gespannt, Leute, Messias 2 Album, Link in der Beschreibung, gönnt euch nochmal, falls ihr dort noch nicht zugeschlagen haben solltet. Ich habe mir das Snippet tatsächlich nicht angehört. Ich wollte erst eine Reaction machen zum Snippet, aber ich dachte mir, ich werde mir zukünftig keine Snippets mehr anhören, weil das so ein bisschen den Überraschungseffekt und diesen Hype aufs Album bei mir zumindest so ein bisschen verkleinert, und weil ich mir dann denke, ah ja, den Track kenne ich schon, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Ich möchte lieber dann ein Album ganz durchhören und immer überrascht sein, wie der Beat ist, wie der Anfang ist, wie die Hook ist. Deswegen werde ich mir erstmal keine Snippets mehr anhören, aber ihr könnt es euch gerne anhören, Freunde, keine Sorge, alles cool. Supportet gerne, wo ihr wollt, schaut euch das an, was ihr wollt. Aber für mich persönlich werde mir erstmal keine Snippets mehr geben, nur dass ihr da Bescheid wisst, Leute. Aber wir haben jetzt erstmal, wie gesagt, Rapido und Skizzy mit Messias und Misanthrop. Und ja, veröffentlicht der 11.10. Freunde, nächste Woche ist es soweit. Ich werde euch auf jeden Fall hier den Amazon-Link reinballern, damit ihr das auf jeden Fall supporten könnt, ja. Ja, let's go, Leute. Ist noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Aufnahmen, Mix und Videoproduktion, Treppenhaus, alles gleich geblieben. Yoshitsu, ich habe keine Ahnung, wie der Beatmaker heißt. Aber wir schauen rein, Leute. Ich bin gespannt und let's go. Deutscher Rap ein Mord, alles voller vorlauter Kids. Mein Flow, der Hautlappen überflüssig, als wenn man keine Vorhaut besitzt. Diese Laufbahn, sie bleibt fortlaufend wie deine Bitch, während du gerade im Dorf laufen bist. Stemm die Way, save die Gates, bang die Bates, anyway. Alles tun, um nicht so auszusehen wie dieser STK. Erzummer heißt, geh ins Fit, die Finger weg von Mary Jane. Ich bin allerhöchstens Fly, Business Class, Emirates, werd ich voll euch dann. Boah, der Einstieg auch zu krass schon wieder. Boah, ich hab's gerade einfach ein bisschen genossen. Ich hab's einfach ein bisschen genossen, wie mich diese riesigen, stählernden Augen anschauen und mir gleich einen ins Maul hauen wollen. Aber ich bin ready dafür. Von Rapido würde ich mich gerne vermöbeln lassen. Ich würde es machen. Ich würde denken, geil. Geht's euch auch so, Freunde? Seid ehrlich. Wenn ihr diese Augen seht, ich bin dabei, Digga. Ich bin dabei. Übrigens haben mir ein paar Leute geschrieben, ich sehe ein bisschen aus wie Skizzy. Ich finde nicht, Leute. Schaut mal, sehe ich aus wie Skiz? Ich sehe nicht aus wie Skiz. Also Dings, wann war das? Bei irgendeiner letzten Reaction, wo man Skiz auch gesehen hat, haben irgendwie 8, 9 Leute geschrieben, ich sehe aus wie Skiz. Nein, nicht alle Leute, die ein bisschen Bart haben, sehen gleich aus, Leute. Deine Bitch, während du gerade im Dorf laufen bist. Stemm die Way, save die Gates, bang die Bates, anyway. Alles tun, um nicht so auszusehen wie dieser STK. Erzummer heißt, geh ins Fit, die Finger weg von Mary Jane. Ich bin allerhöchstens Fly, Business Class, Emirates. Werd ich voll euch dann schlappen mit nem Blunt. Angenebelt wird's per Handkartenschläge, so wie Van Damme geregelt. Nur noch Stein mit. Ey, Van Damme ist ein guter Vergleich, er hat so ein bisschen die Van Damme-Attitude, ich weiß nicht warum. Van Damme ist ein guter Kollege von mir, wir haben damals früher viel zusammen gechillt, ich habe ihn groß gemacht, aber ist eine andere Geschichte. Ja man, er hat echt so ein bisschen Van Damme-Attitude. Fokussiert im Blick, der Anfang geebnet und das endet aussichtslos mit deinem Punch an der Schläfe. Jetzt geht's los, Track is dope, wenn ich schlau, bang die Hoes. Und der Stadtteil brennt wie Wembley, nach dem Track sind MCs tot. Ey, Skizzy und Rapido, dieser Flow ums März, China, Lisa, wieder mal, es ist der Misanthrop und der Messias-Fotze. Komm in deine Town, ihr geht down, Motherfucker, die zwei räumen wieder auf in dem Scheißland. Glaub mir, das ist, was du brauchst, jetzt ist raus, heb die Faust für den echten Rap, glaub mir, du weißt das. Ja, Mann. Mucke, jetzt ist wieder da, es ist der Messias, es ist der Misanthrop. Oh, Gänsehaut. Ich hab echt Retour Gänsehaut am ganzen Körper, Leute, auch am rechten kleinen Zeh mal wieder. Fett, boah. Ich brauche sowas ab und zu. Ich weiß nicht warum, aber bei Rapido, gerade bei Rapido und Skiz, es ist einfach so eine Kombination. Man merkt, die sind Brüder aus Leidenschaft, machen sie die Musik, die halten zusammen, gehen durch dick und dünn und machen ihr Ding, ziehen ihr Ding durch, pushen nach vorne. Und keine Ahnung, Rapido gibt mir immer so einen krassen Motivationskick. Der kann über das rappen, was er will, glaube ich. Der kann über Tomaten und irgendwelche Fußgänger rappen. Und ich würde einfach einen krassen Motivationskick geben, weil er einfach so viel Testo in die Stimme reinpumpt, dass ein bisschen davon in mein Gehirn überschwappt. Jetzt ist wieder dumm, es ist der Messias, es ist der Misanthrop. Krieg die Baller, sterben wir da wieder, es ist der Misanthrop. Und es ist der Messias. Messias.
Deutscher Rap nur Schmeißfliegen. Mach Platz für den Underdog. Es ist Jahrsaison und ich stech so wie ein Matador. Denn jetzt werden Rapper schnell ins Koma geschellt. Neben euch wird selbst die Mädchengang so wie das Sinaloa-Kartell. Stürm mit Crew, alles Vato, seine Proof wird zum Tato. Oh. Alles tun, um nicht zu enden, so wie dieser Miguel Pablo. Misanthrop. Ja, Real Talk, Leute, Real Talk. Miguel Pablo. Schweres Thema, wie Monte sagen würde, ja, schweres Thema. Seine Proof wird zum Tatort, alles tun, um nicht zu enden, so wie dieser Miguel Pablo. Misanthrop, der Messias und vorbei die Zeit der Friedenstage. Na, wer traut sich vor dem Spiegel, drei was dies zu sagen? Deutsch. Und dann auch dieser creepy Blick, Alter. Ich liebe die beiden einfach, ich liebe die beiden wirklich. Vorbei die Zeit der Friedenstage. Na, wer traut sich vor dem Spiegel, drei was dies zu sagen? Deutschen Rappern geht es miserabel, liebes Dramen. Dieser Rinch steht wieder mal nach Alk und nettes Siegesfahne. Doch okay. Vertrete ich mit der Kalasch die Party. Ist das wie reiner Keim und auf Diät die Masse in Panik. Bitch, es ist fucking... Schöne Line, Alter. Rainer Kalmuth, ich habe letztens gecheckt, Rainer Kalmuth ist 70 Jahre alt. Also Real Talk, ich hätte gedacht, der ist so Anfang 60, Mitte 60 maximal, aber der ist schon 70. Klar, er ist auch sehr alt, aber dass er auch so lange jetzt No Front leben kann, so diesen Stil. Ich weiß nicht, ob er irgendeine Krankheit hat, ich will nicht zu nahe treten, so ich bin auch allgemein gerade mehrere tausend Kilometer wahrscheinlich von ihm entfernt, aber ey... Krass, Respekt dafür, Bro. Die Party ist das wie reiner Keim und auf Diät die Masse in Panik. Bitch, es ist fucking skeezy. Frag mich nicht nach dem Namen, du Punks und schieß ich. Nehme mir alles so wie Taschendiebe. Und bist du glattgeleckter Schwiegersohn? Gleich mal deinen Kiefer los, dann wann es Messias und der Misanthrop. Okay, jetzt muss ich sagen, der Part von Rapido war auf jeden Fall stärker. Ich muss aber auch allgemein sagen, ich feiere die Art von Rapido mehr als die von Skis. Trotzdem zusammen als Team sind sie geil. Die Hook ist geil, Mann. Und kommt eine coole Atmosphäre rüber. Hyped aufs Album. Hyped aufs Album. Ich würde sagen, so vom Hype-Faktor, vom Feeling her, bis jetzt die beste Single vom Album. Komm in deine Town, ihr geht down, Motherfucker, die zwei räumen wieder auf in dem Scheißland. Glaub mir, das ist, was du brauchst, jetzt ist aus, heb die Faust für den echten Rap, glaub mir, du weißt das. Krieg die Mucke, endlich wieder down. Digga, der Blick, Alter, der tötet doch die Menschen. Der tötet doch die Menschen. Echten Rap, glaub mir, du weißt das. Oh. Okay. Gut, Freunde, Link zum Album ist natürlich ganz oben in der Beschreibung und natürlich auch zum Originaltrack. Ansonsten kommen wir zum kleinen großen Mini-Fazit. Ja, was soll ich sagen, für mich persönlich die beste Single bis jetzt, die mich am meisten hypt, wo ich am meisten Bock bekomme auch aufs Album. Stabiler Part von Rapido, geile Hook auf jeden Fall, geile Hook. Schöner Beat und guter Part von Skis auch. Wie gesagt, der von Rapido ein bisschen stärker, gefällt mir persönlich zumindest besser. Die ein oder anderen Rapper wurden auch wieder nebenbei erwähnt. Ich finde es auch cool, wie sie sich selbst so als die Underdogs darstellen, die aber trotzdem jetzt die Szene umdrehen, die alles rasieren, die da sind, die Bock haben, die Rap zurückbringen und jetzt einfach halt, ja, einfach alles zerreißen, von unten nach oben. Und das spüre ich gerade bei vielen, auch bei Detox, bei Mindset, bei Reportagen, so die Leute, die kommen langsam von unten, sage ich mal, haben sich ihren Weg aufgebaut und haben jetzt so langsam genug vom Deutschrap, von der aktuellen Entwicklung und pushen jetzt nach vorne. Was ich schön finde, ey, was nice ist, ja. Ja, schönes Ding, Leute, lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich mich sehr über Daumen nach oben freuen, natürlich auch über ein kostenfreies Abo an dieser Stelle. Leute, abonniert doch mal, wow, danke euch. Ja, Link zum Album ist in der Beschreibung, original natürlich auch. Checkt es ab, lasst Support und Liebe da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh und ciao.